Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, wir hatten letzte Folge, ist ja unsere Kolonie fast ziemlich untergegangen. Oh, wir haben hier Bauteile. Ja. Ich werde den hier beenden und dann eine normale Tür erstmal hinmachen, weil wir keine Bauteile haben. Während ich die hier mal in Ruhe wieder aufbauen lasse. Die müssen sich jetzt erstmal wieder um alles kümmern. Wir haben hier noch eine Leiche, die muss weg. Ich weiß nicht, ob hier vergammelte Tiere drin sind, aber wir haben auf jeden Fall den Kühlschrank wieder bei minus 4. Ich weiß nicht, haben die immer noch starke Schmerzen eigentlich? Nö. Da wir Mike verloren haben, haben wir einen starken Sozialen verloren. Daniel ist gar nicht so schlecht im Sozialen. Aber Nayada ist besser. Warum macht Nayada kein Therapeut? Keine Fürsorge. Ist aber dafür freundlich. Und hat eine Flamme. Hat Ismael aber auch. Nayada? Ich glaube, du wirst Mikes Stelle übernehmen. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Können wir direkt auch ein Bekehrungsritual machen? Starte Bekehrungsritual von Pascal. Auf geht's. Die Qualität ist nicht so hoch. Ja. Warten alle gespannt, aber naja, da war noch nicht ready. Die Zukunft der Menschheit, die Geschichte der Menschheit, Liebe und Hass, über Verbundheit und Zuneigung, Recht und Unrecht, den Sinn des Lebens, Gedanken über Liebe und Hass, über Recht und Unrecht. Effektiv ist, das war unerwartet. Hat aber trotzdem geklappt. Ist bei 0%, wurde aber noch nicht überzeugt. Vielleicht dann beim nächsten Mal. Ja, baut erstmal wieder auf, repariert und alles. Oh, das Problem ist, jetzt muss ich auch die ganzen Einstellungen mir merken, ne? Wo was war? Och Mann, ey, dass das nicht übernommen wird. Das ist ärgerlich. Gibt's einen Mod dafür?
dass wenn was kaputt geht, auch die Einstellung übernommen werden, weil jetzt... Oh, jetzt... Oh, nee, ey. Digga. Okay. Condensement. Hier ist dieses Jelly drin. So. Hier ist Agave, Sugar, Chocolate, Satsu, Go Juice. Hier ist nichts. Machen wir hier, wenn hier das Injecten Jelly ist, hier ist nichts, hier ist auch nichts, dann machen wir hier den Ketchup hin, machen wir hier das Lucifer Powder hin, was haben wir hier, hier ist auch nichts. Die Mayo ist hier unten, ne? Smind Leaves, Mayo, Smoke Leaf. Hier ist auch nichts. Hier ist die royale Soße, hier ist Salz. Die Sojasoße ist hier. Ja, sonst mache ich die Sojasoße mal nach da, den mache ich raus. So, was ist hier oben denn? Hier machen wir einfach Spice. Spice. Hier machen wir Wake Up Powder. Habe ich Wasabi-Paste? Nee. Dann kommt hier die Wasabi-Paste hin. Zack. Dann kommt raus. Na, hier kommt dieses Distinguible irgendwas, ja. So, was ist hier? Keine Ahnung. Hier kommt Unstuck Stew hin. Uncooked Soup. Wasabi, raus. Hier ist wieder alles. Hier müsste Mehl sein. Mehl. Und hier ist Zucker. Also hier machen wir Zuckerrohr. Ich setz die hier auch mal alle auf wichtig. Okay, die sind hier noch am Reparieren. Ich würde mir gerne hier diese Bauteile einverleiben. Pascal, mach mal bitte.
So, dann einmal bitte tragen. Was ist, wenn ich ihn forciere? Kannst du jetzt das tragen? Dass der dann den Gegenstand fallen lässt, das finde ich ein bisschen affig. So, tragen. Gut. Jetzt lässt er ihn nicht fallen. So, ich glaube, die Leiche muss da raus, sonst haben wir nachher wieder viel zu tun. Die Leiche muss auch raus. Mike da rauszuholen ist zu riskant, Bambi. Ich überlege auch, die Wasserflaschen wieder rauszuholen, weil das stört mich an denen, dass die gehen dann, wenn die durstig sind, wohin trinken und füllen das aber auch direkt wieder auf. Es wäre viel cooler, wenn die dann wenn sie irgendwo vorbeigehen, das dann auffüllen und das nicht die höchste Priorität hat. Weil dann, wenn die ja sowieso irgendwo hin müssen zum Trinken, dann können die auch direkt zum Trinkding gehen. Ne, ich glaube, das verbraucht so einfach nur mehr Zeit. Ich weiß nicht, ich kann das, glaube ich, aber hier nicht mehr ausmachen, wenn ich schon drin bin. Ach, Moment, Sekunde. Wenn die sich mehr Getränke einpacken können. Na, ich sag mal, so vier Getränke können die sich so reinziehen, ne? Dann ist das wieder was anderes. Und bei null tun die dann wieder auffüllen oder was? Das müssen wir jetzt mal beobachten. Kochen. Pflanzen brauchen wir. Der wird hier. Jess wird versucht zu zähmen. Wer kann denn zähmen? Tiere. Außer Micha. Jack Black. Theoretisch auch Ismael. Wer hat mehr? Ismael. Versuch ihn mal so zu zähmen, ansonsten inhaftieren wir ihn. Och, was soll denn das? Dann wird er jetzt gefangen. Oh, noch 6 Stunden, ey, das gibt's doch nicht. Machen wir's so. Ich wollte schon Bambi rüberschicken, aber Bambi ist leider tot. So, dann können wir ihn aber schon mal bekehren. Dann bekehren wir ihn erst.
Aber es wäre vielleicht gar nicht mal so unnötig, hier in der Nähe auch einen Kühlschrank zu haben mit Zeug. Götterfunke geht's gar nicht gut. Die Nachtfeier ist möglich. Kann man die hier machen? Jack Black, wenn du schon mal auf dem Weg da runter bist, ne? Auf geht's. Götterfunke macht jetzt, glaube ich, nicht mit, oder? Nee. Ich überlege, das Ding hier wieder abzubauen, weil im Moment haben jetzt viele starke Schmerzen. Unvergesslich. Nicht schlecht. Komm, ich demontiere den mal wieder. Die Leute sind gestresst und dann können wir was dagegen tun. Was war das gerade? Oh, die haben einen gekillt. Vielleicht hören die starken Schmerzen jetzt auf. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie das funktioniert, ne? Dann lasst es mich gerne wissen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Der Fallout geht ungefähr noch einen Tag. Wie lange ist Micha noch im Todesschlaf? Eigentlich gar nicht. Ja, komm. Er wird gleich aufstehen. Wir haben keinen Handwerker mehr. Wirklich gar keinen Handwerker. Wir müssen ihn hier wirklich überzeugen. Den brauchen wir unbedingt. So, Micha wieder am Start.
Schön, dass wenigstens aufgeräumt wird. Ist gar kein guter Boden drin. So, Götterfunke geht's auch wieder besser. Naja, geht, ne? Götterfunke braucht mal eine Therapie. Wäre cool, wenn man hier so Zeit einplanen könnte für Therapie. So wie bei Meditation. Vielleicht können wir aber hier schon mal ein bisschen was machen. Na gut, die werden Bauteile brauchen. Was sind das denn für Dinger? Slots. Fürs Casino. Sieh einer an. Roulette-Tisch. Ich würde sagen, wir könnten einen Fitnessraum machen, wo der Punching Bag drin ist, die Kampfkunst-Dummies, ein paar Schieß-Dummies. Oder eher Kampfkunst-Dummies und der Punching Bag. Schönes Piano. Ich bin jetzt kein Piano-Experte, aber davor steht immer ein Hocker. So, bewaffne dich mit Pistole. Und nimm Messer als Seitenwaffe. Was eigentlich mit der Pumpgun? Hast du die wieder? Ja. Götterfunke. Hat ganz viele Messer. Die Pistolen hat er also verloren. Na, hier oben liegt einiges, ne? Guck mal hier. Kann er nicht als Seitenwaffe nehmen.
So, Pascal, wo bist du? Hier. Naja, da. Einmal bitte bekehren. Pascal und Micha haben sich getrennt. Pascal wurde bekehrt. So, hier kann jetzt auch der Boden geglättet werden. Verdammt! Haben wir hier zumindest ein bisschen mehr Unterhaltung. Wenn es dann fertiggestellt ist. Schon bekehrt? Oh ja. Muss gar nicht bekehrt werden. Machen wir eine Hämogenfarm daraus. Ansonsten wird der jetzt hier schön gezähmt. Die Wassertemperatur ist immer noch niedrig, weil wir keinen Strom haben. Weil wir Bauteile brauchen. Für Bauteile brauchen wir aber wen, der in den Steinbruch geht. Und Micha kann nicht, weil er kochen muss. Und noch ganz vieles andere. Ach, kochen kann auch Jack Black oder Götterfunke, ne? Ist die Frage, soll ich das erstmal zumachen? Wie viel Schiefer haben wir? Genug? Ich mach den Raum hier erstmal zu. Ich kann das ja dann immer noch wieder abreißen. Bauteile, wir brauchen Bauteile. Oh, der giftige Fallout hat sich gelegt. Yay! Dann kann mal wieder angepflanzt werden. Haben wir aber trotzdem nahrungstechnisch gut überstanden, auch wenn hier vieles weggegammelt ist. So.
Sieh schon, komm, jetzt baue ich das zu, damit ich es nachher wieder wegreisen kann. Micha, warum baust du nicht... Ach, Sekunde, ich weiß warum. Gleich ist er zu. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.